Ich heiße Sie herzlich willkommen auf den hell erleuchteten Straßen Singapurs. Kaum zu glauben, dass wir schon seit 10 Jahren immer wieder hierher zurückkommen. Als wäre es erst gestern gewesen, kann ich mich erinnern, wie Felipe Massa seinen Zapfschlauch in der Boxengasse in einem ereignisreichen Eröffnungsrennen hinter sich herzog. Es ist der Grand Prix, der die meisten Siege von der Pole Position in der Statistik zu verzeichnen hat. Mit seinen insgesamt 23 Kurven, 13 links und 10 rechts, bringt es der Marina Bay Street Circuit hier in Singapur auf eine Länge von 5 Kilometern. Die durchschnittliche Rundengeschwindigkeit auf dieser Strecke 172 km/h. Wie gewöhnlich darf ich heute Stefan Römer an meiner Seite begrüßen. Reden wir über Richter. Sie gehen mit einem komfortablen Punktepolster in dieses Rennen hinein. Für mich haben Sie schon jetzt eine Hand am Pokal. Wir sollten hier nicht voreilig sein, Heiko. Es sieht zwar alles nach einem großen Vorsprung aus, aber alles, was es braucht, um diesen zunichte zu machen, ist eine lockere Bremse in der ersten Kurve oder eine Radmutter, die sich während des Boxenstopps einfach nicht lösen will, und schon sieht alles wieder anders aus. Bei diesem Sport gibt es keine Gewissheit. Also gut, sehen wir uns die Startaufstellung nach dem gestrigen aufregenden Qualifying an. Nico Hülkenberg startet von der Pole und Kimi Räikkönen macht die erste Reihe komplett. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Verstappen, Vettel, Richter, wegen einer früheren Gridstrafe wird er von weiter hinten starten. Und Alonso, Perez, Bottas, Leclerc und Lewis Hamilton, Sainz Junior, Magnussen, Sergei Sirotkin und Grosjean, Eriksson, Ocon, Stoffel van Dorn und Pierre Gasly, Stroll und Brandon Hartley macht die Startaufstellung komplett. Die Lichter gehen bald aus, also schalten wir zur Strecke. Ja, ich dachte, er würde noch was sagen wollen. Nein, wollte er nicht. Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zurück zu Let's Play F1 2018 mit dem Rennen. Das 15. WM-Rennen steht jetzt an. Und wir starten von Platz 5 am Ende sogar noch, also tatsächlich. Ja, Nico Hülkenberg steht da, hat die Pole vor, ich habe es richtig gesehen, Kimi Räikkönen, Max Verstappen, Sebastian Vettel und dann unsere Wenigkeit. Ja, jetzt schauen wir mal, was schaffen. Ja, so ist es richtig gewesen. So, schauen wir mal, was hinkriegen. Mal die ein bisschen auf Temperatur bringen. Wir wollen ja hier heute auf jeden Fall den nächsten Sieg eintüten. Gut, könnte dann keinen Regen. Das ist zumindest mal eine gute Formation. Hinter uns ist Alonso noch, also der wird auch nicht ohne sein. Aber in erster Linie ist es gut, dass die bei Mercedes nicht auf Vettel. Da wollt ihr auf einmal richtig in die Eisen. Ja, mal gucken, wie schnell ich den Ferrari kassieren kann in der ersten. Vielleicht kriege ich den sogar schon in der ersten Kurve kassiert. Wahrscheinlich so ein paar Ecken, wo es gehen wird. Hier wird es eher schwieriger werden, hier muss es wirklich verdammt schnell sein. Ja, das ist ja genau die. Das ist egal, jetzt sind wir jetzt in der Zielkurve. Das war dann auch meine Schuld. Oh, jetzt zählt es tatsächlich nicht, okay. Keep an eye on the lights. The start sequence will begin as soon as the grid has formed. Be ready with the clutch. So, dann machen wir das jetzt. Ja, gucken wir mal, wie weit wir nach vorne rutschen. Ob wir es schaffen können.
Ja, das kann natürlich machbar sein, aber wie gesagt, wir müssen vernünftig einen wirklich guten Start haben. So, 5. Saisonrennen, Singapur. Ah, klar, dass Alonso jetzt noch versucht, vorbei zu gehen. Na, ah, nicht ganz. Habe ich aber zumindest nichts verloren. Greift jetzt direkt schon den Verstappen an. Aber wie gesagt, nicht platzierungsmäßig verloren. Das ist jetzt mal das Wichtigste. Wir sind wieder voll dabei. Ja, ich versuche es natürlich jetzt nicht. Mensch, die Schelle, ich gehe jetzt einfach nicht. Es wird schwierig genug werden. Im Rückweg bin ich mir versichert, dass ich den irgendwann kassieren werde. Aber ich muss jetzt mal gucken, dass ich da rankomme. Ah. So, jetzt versuche ich natürlich, mich wieder bessere Position zu bringen gegen Sebastian Vettel. Ja, es gibt nicht viele Ecken, wo es geht. Da muss man immer auf jeden Fall ein bisschen in Position kommen. Frage ich, hier geht's nicht. Hier geht's nicht. Das ist nicht machbar. Ja, ich muss wieder vorbeilassen. Ich hoffe, dass der Flügel jetzt sich darunter gelitten hat. Ja, der ist es, die einzige Variante wahrscheinlich. Danke, Vettel. Ach, verdammt. Ja, der leichte Rempler. Aha, diese waren ziemlich auch magisch an. Ich hasse diese Ecke. Ich komme aber auch nicht in Position gerade. Diese Wand kackt mich. Ja, MFD, check MFD. Das wird wahrscheinlich auch etwas passieren in diesem Rennen. Ich muss jetzt aber immer mal vorbei an dem Wagen. Irgendwann muss man auch mal eine Chance haben, da vorbei zu gehen. Aber das wird schwierig genug werden in diesem Rennen. So, das Auto verabschiedet sich. Könnte nur Alonso. Ne, Alonso ist es nicht. Was ist das denn für ein Auto? Keine Information. Green Flag. Some information on Sir Rodkin. They've got a serious car issue. It looks like they're retiring. VSC deployed. Virtual safety car has been deployed. We need to keep a positive delta here. Slow down. Maintain a positive delta. Okay, slow down, slow down. Which means you are too fast. Reduce your pace. Komm, gib mir mal bitte den Formalisierer, dass ich bitte fahren. Virtual Safety Car immer noch. Fuck.
safety car is ending. Maintain your pace until the green flag. VSCN. Wait for green. Ha, du schießt jetzt nochmal zusätzlich Abbremsmanöver. Das hat mich natürlich jetzt nochmal rausgebracht aus diesem, Deswegen, es war nämlich dran an die Vettel. Das hätte ich wahrscheinlich kassieren können. Ja, jetzt ist er weg. Ah, dieses scheiße wie Safety Car. Kommen wir auch nicht in Temperatur. Bitte was? Oh, diese Wand. Kommt man auch nicht in irgendeine Position, dass ich jetzt mal voll an. Kommt man auch nicht in Position, dass ich mal jetzt irgendwie was machen könnte. Angriff erste Kurve. Ja. Das war das Wichtigste. Dass ich jetzt mit seinem Ferrari erstmal vorbei bin. So, jetzt hoffe ich, dass ich selber da an die Dreiergruppe da vorne rankomme. Runden haben wir noch, also 11 Runden noch. Versuchst du das, dass ich auch nur mal eine Runde fahre. Ich habe ich werde doch mal. Oh, Red Bull. Boah, danke Max, Mann, für dieses unnötige Bremsmanöver. Oh Mann. Das hat mir komplett kaputt gemacht. Das hat mir jetzt gerade komplett die Idee kaputt gemacht. Zeit. Ja, war noch nicht mal ideal. Ich muss eine Runde länger fahren als die vorher mir. Um eine Chance zu haben, hier vorne reinzukommen. Wenn alles gut läuft, passt das nämlich perfekt. Wenn er nicht noch einen Flügelschaden dazu. Ja, ja, ich weiß, dass er eine Führung hat. Schon seit der Runde, der ersten Runde. Man merkt einfach, dass schnell, man schneller ist, wenn man nicht vorbeikommt an dem Auto. Klingt gerade so ein bisschen wie in Monaco. Wo ich ja meine 15. wurde, wenn Sirotka mich nicht noch weggebremst hätte.
komme aber nicht hinterher, ne? Also ich komme nicht, nicht in Position, so rum war es richtig. So, jetzt geht die Dreiergruppe da vorne in die Box. Für mich ist natürlich jetzt ein Vorteil, dass ich DS habe und kein Auto im Weg. Das könnte tatsächlich reichen, um die Führung zu übernehmen. Weil ich jetzt schneller fahren kann als alles andere, was da hinter mir kommt. Das hinter mir ist Sainz. So, wenn alles gut läuft, reicht das, um die Führung zu übernehmen nach dem Manöver. Muss jetzt euch quasi fast eine Zauberrunde geben. Ja, ich darf kein Magergemisch haben, um Gewicht zu sparen. Und ich darf das fette Gemisch nicht nehmen. Also ich muss danach die beiden MGU-Cars rauswerfen aus dem Auto. Oh, die Zeiten gehen immer rapide. Und die Reifen noch schlechter, das ist keine Ahnung, damit einen Grund zu tun haben. Ich halte es ja des Rennens. So, die Frage, reicht es? Reicht es, ist der, um hier die Führung zu übernehmen? Go, go now. Ja, aber deutlich. Oder? Vettel holt sich die Bestzeit. Okay, der Vettel war auch schon in der Box, oder? Ja. Der Vettel genau der gleiche Move. Und jetzt haben wir die beiden Ferrari vor mir. Kimi lässt sich nicht lumpen. Und der Ferrari holt die Führung. Wir haben uns nur Hülkenberg jetzt gerade da vorne weggeholt. Ah, Mann, habe ich mir den Vettel mit viel Arbeit geholt. Jetzt habe ich den Räkchen, wollte ich nicht noch vor die Nase kriegen. Schade, fast. Aber den Verstappen habe ich mir geholt. Ja, ja, mit der besseren Strategie. Mann, das war natürlich jetzt ein Millimeter-Move. Ich wollte den Dings kriege ich mal. Ich hoffe, dass ich noch kassiere. Zumindest den Raikön. Für die Ferrari war es natürlich kein. Ja. Fuck hier mit der Scheiß 3 Sekunden Strafe. Weißt du? Du. Danke, Spiel. Danke, Box, Box, Box! Danke, Spiel, dass du mich so spät das übergeben hast. Mann, der Vettel davor! Weil mir der Rekön jetzt gerade schön vor die Nase fährt die ganze Zeit. Es wird schwierig werden, das Rennen zu gewinnen. Na, es wird ein Vettel-Sieg wahrscheinlich werden. Das wird er natürlich, das wird er sich wahrscheinlich nicht nehmen lassen.
Den Räikkönen kassiere ich mir noch, aber den Vettler vorne, das wird sehr schwierig. Ich muss jetzt mal in meinem Auto vorbei. Ich habe noch 7 Runden Zeit. Boah, wenn der Ferrari mir trotzdem auf den Flügel wegzieht. Sorry, aber den Move muss ich machen. Sonst wäre ich niemals an dem Auto vorbeigekommen. Sonst wäre ich niemals an dem Auto. Jetzt muss ich mir den Vettel jagen. Der hat mir natürlich jetzt die Aktion richtig weggezogen. Jetzt kann ich auch Gott sei Dank ein bisschen wegziehen vom 2-7, ne? So schwer werden mir zu ziehen, die Lücke. Beim Kimi bin ich weg. Bis Zeit. 1-7, eine Sekunde. Noch mal so eine Runde, dann kann ich es tatsächlich packen. Ich behaupte nicht, dass es unmöglich ist, aber ich muss den Ferrari da vorne knacken. Alles andere ist jetzt erstmal unwichtig. Ich will das Ding ja gewinnen. Boah, das wird ein scheiß schweres Rennen. Entspannter, 6 Runden noch. Ah, jetzt bist du nur. Gut, ich habe Hamilton in Ungarn tatsächlich in der letzten Kurve abgefangen. Das könnte so ein Finish genauso gegen Sebastian Vettel jetzt werden, aber wir müssen da erstmal wieder rankommen. Ne? Ich meine, so weit sind wir ja wieder. Halbwegs in den Schlagdistanz. Ah, der Ferrari, der hat echt Power. Der zieht mir auf den Geraden hier vorne weg. ...1,2, nur noch ganz wenige Meter und dann werden wir mal. Nur noch ganz wenige Meter, dann werden wir tatsächlich in der DRS-Zone. Dann werden wir zumindest unter der Sekunde und dann kann man tatsächlich packen. Wenn ich jetzt in dem letzten Geschlängel rankommen. Ja, es wird schwierig werden, tatsächlich den noch abzufangen jetzt. Ah, oh, da bin ich viel besser rausgekommen aus der Kurve. Vielleicht im zweiten Teil der DS-Zone, oder wird es die erste Kurve? Patsch, dann machen wir mal so den Move eben. Und damit habe ich den Vettel. Weiter bin ich jetzt wahrscheinlich wieder kassieren wird. Im zweiten Teil. Oder kriege ich die DS-Zone? Nee, ne? Das wird er machen. Ja. Angriff Vettel! Aber. So, 5 Runden noch. Jetzt die letzten 5 Runden heißt es erstmal entweder voll weg oder verteidigen. Den Kimi haben wir uns tatsächlich ansetzen können. Wir führen vor Vettel und Räikkönen. Also Führung, Doppelführung, Überführung vor dem beiden Ferrari. Und ich glaube, danach könnte Perez in die Mercedes kommen. Also die Mercedes werden wir schon wieder Punkte holen. Aber wenn mir wichtig, wenn der Perez da noch nicht überholt wird. Oh, wird es in Hülkenberg zurückgefallen. Als Pole sit da so weit. Ah, der ist noch ein bisschen dran an mir. Fällt mir nicht so wirklich, aber wir müssen jetzt irgendwie gucken, dass was. Deswegen, ich darf kein fettes Gemisch ziehen. Oh, jetzt sind wir weg, mit 1 Sekunde. Jetzt ist er zumindest auch raus, dass er komplett raus ist, der DS-Zone.
Jetzt kommen wir weg. Jetzt kommen wir weg. Wunderbar. Oh, Gott sei Dank. Der Vettel war auch dann von 4 auf 2. Ist auf Position gewonnen. Wir werden wahrscheinlich. Jawohl, es könnte Mercedes werden. Ich vermute, es ist einfach der Bottas oder Hamilton wird. Fahrer des Tages. Wir hatten nur plus 5. Die Mercedes müssten weiter nach vorne gekommen sein. Die standen irgendwie auf 11 und 13 oder so. Wir sind jetzt auf 2, 3, 4, 5 und 6. Einer von denen wird wahrscheinlich 7 oder 8 Plätze haben. Oder sagt er uns tatsächlich, weil wir diese Aufholjagd hatten. Auf die Spitze, im zweiten Teil. Ja, Singapur finde ich langweilig. Im letzten Jahr war es ja wie gesagt genauso. Damals in Ferrari den Sieg geholt. Und hier wollen wir uns eigentlich mal ein bisschen schlagen. Mit denen ist auf jeden Fall klar zu rechnen. Wollen wir jetzt lieber während Ferrari muss nicht über ihn ausfallen. Die werden wahrscheinlich eh wieder an uns vorbeigehen. Ich hoffe, Ferrari wird die Führung der WM-Tabelle übernehmen. Obwohl, nee. Das wird ein Punkt, wenn sich überhaupt nicht aufgehen. Ich glaube, das könnte sein, dass wir tatsächlich lieber Mercedes kassiert bekommen. Aber oder nee, wird nicht. Also, du bist immer zwei weg. Wenn die 5 und 6 fahren, holen die sich 18 Punkte. Das heißt 7 weg. Das heißt, wären noch 2 Punkte, wenn ich richtig gerechnet habe. Oder? Ja, doch, bist doch richtig, ja. Dann müssten sie tatsächlich bis auf 2 Punkte vorne noch sein. Können wir so in Japan, wenn es richtig ist. Wenn ich richtig im Kopf habe, ist es Japan nächste Woche. Können wir dann auf der Strecke, die mir eigentlich tatsächlich auch nicht so liegt. Obwohl, dem Red Bull können sie tatsächlich diese Kurven schnell mehr liegen. Ja, ich will das Ding hier natürlich gewinnen. So, 3 Runden haben wir noch. Ja, das war tatsächlich nach dem Rennen auf jeden Fall auch wieder einen neuen Motor, neue Cars und so einbauen und Turbo einbauen. Wir kriegen richtig Strecke, wir kriegen richtig Platzierungsstrafen nächstes Rennen. Aber das müssen wir leider auch kalkulieren, das werden die anderen wahrscheinlich auch. Aber dann hätten wir die letzten Einheiten für die letzten 5 Rennen, 6 Rennen. Da. Die müssten dann reichen. Aber jetzt erstmal noch das Rennen habe ich zu Ende fahren. Habe ich es erfolgreich. Wir sind jetzt gleich in Runde 13. Wir sind jetzt in Runde 14, also dritte zu Runden haben wir noch. Und wenn wir noch 2 Runden, das wollen wir irgendwie noch nach Hause fahren jetzt das Rennen. Ich kann nichts machen an dem, Dings. Wir haben so viel Gewicht auf dem Auto. Doch wieder die minimal als jetzt noch maximal. Was ein Rennen, ey. Das war definitiv nichts für schwache Nerven. Ich habe schon Vettel 3,5 Sekunden, also etwas mehr sogar. Ja, ein Auto leider ausgeschieden, das ist ja die Sirotkin. Bisher. Wobei mir Mercedes natürlich schön recht wäre, wenn der ausscheiden würde. Ja, ich weiß, aber wie gesagt, ich kann nichts daran ändern. Ich mache mir nämlich gerade trotzdem Sorge um meinen Motor. Also nicht um den Motor, sondern um den Turbo und die NGOH und NGOK. Die einzigen Teile, die mir jetzt noch den Rennsieg wahrscheinlich klauen könnten. Oder finde ich Ferrari nochmal eine ordentliche, noch ein paar PS, um uns hier die Lücke nochmal das Leben schwer machen zu können. Bisher sieht es eigentlich ganz gut aus. Sag ja, beim ersten Training sah es nicht so aus, aber mit dem Beginn des zweiten Trainings kam die Zuversicht auch wieder zurück und die Hoffnung, kam die Hoffnung und die Freude auch wieder zurück, dass es passt.
Dann Platz 2 und 1 in den Trainings noch geholt. Also, by the way, erste freie Training zu, mit Softs gefahren. Der Reifen, der an diesem Wochenende sonst gar keine Rolle gespielt hat, das war von Anfang an auch klar. Und ja. Die Supersoft, ja, die Ultrasoft und die Hypersoft, die waren auf jeden Fall mehr als eine Option. Und die lieferten dann auch, was sie sollten. So, vorletzte Runde, liebe Leute, sind wir mittlerweile. Da kam das Qualifikationstraining gestern. Und dann kam, ja, die eigentliche Pole. Auf einer Strecke, die mir auch tatsächlich nicht so. Also, es sind viele Strecken, die mir dann, wo ich sage, ah, die liegen mir nicht so. Aber dann liefern wir dann doch ab. Und es sieht halt den zweiten Red Bull-Sieg in Folge hier auf dieser Strecke aus. Zumindest in, ja, wohl. Nee, fast nicht. Ferrari fährt nicht mehr, wenn jetzt immer Ferrari unseren zweiten Sieg auf dieser Strecke in Folge aus. So, jetzt ziehen wir mal unter der Tribüne durch. Dann diese Rechtskurve. Und dann gibt es noch zwei Linkskurven. Und dann gibt es nochmal in die finale letzte Runde die letzten 23 Kurven für heute. Auf geht's. So. Ich muss das Auto jetzt natürlich ein bisschen schonen. 3,9 momentan, also gute 4 Sekunden der Vorsprung auf Sebastian Vettel. Also der Vorsprung wird eher. Der bleibt ja ein bisschen gleich oder wird minimal größer. Also er kommt nicht wirklich ran. Nur die Frage ist, hält das Auto? Ich kenne das nämlich mal. Ich war Belgien 2016. Bei mir war 2016 oder 15 war es. Mit dem Renault damals. Und wenn das Ding wirklich, keine Ahnung, 20 Meter vom Ziel in der Busstop verreckte. Da ist mir nämlich der Toro verreckt. Und damit war das Ding gegessen. Ein Rennen, was mir 18 Punkte gebracht hätte und am Ende den WM-Titel. Und diese 18 Punkte fehlten am Ende. Und macht dann Kimi Räikkönen zum Weltmeistertitel. Zum Weltmeister. Ich meine, 2016 wäre es gewesen. So. Jetzt irgendwie noch das Auto nach Hause bringen. Zweiter Sektor. Wie sieht der Abstand momentan heute aus? Auf Kimi. Ah, auf dem Vettel. 4,2. Also nochmal 0,3 rausgeholt jetzt gerade. Ich darf, wie gesagt, an dem Misch jetzt gerade überhaupt nichts machen. Die Reifen sehen gut aus. Nochmal unter der Tribüne durch. Dann jetzt hier nochmal diese Rechtsschlenker. Und dann nochmal links, links. Und dann haben wir's. Und ihr hört mich durchatmen. Yes! Absolutely awesome. Just amazing. Well done. Es war ein großartiges Rennen und eine erstklassige fahrerische Leistung, die Red Bull heute den Sieg eingebracht hat. Also Stefan, wie hat er das denn angestellt, sich heute so vom Feld zu lösen? Ich denke, die Konstanz war heute der Schlüssel zum Erfolg. Schnell sein ist eine gute Sache, aber du musst eben Runde für Runde für Runde schnell sein. Wenn du das schaffst, kannst du von den Fehlern anderer Fahrer profitieren, falls du selber keine machst und so weit nach vorne ins Feld fahren. Hier kommen die heutigen Sieger dieses wirklich tollen Rennens. In letzter Zeit haben alle hart an der Perfektionierung der Autos gearbeitet. Und last but not least können sie die Früchte der Arbeit ernten. Yes. Red Bull der nächste, stellt die Trophäe in die Höhe. Der nächste wichtige Sieg zum WM-Titel. Ich hätte nicht dran geglaubt.
Mit dem aus der Box, aus der Box kommen. Aber auf einmal ging es da wieder. Da kam ich immer an Kimi vorbei und dann hatte ich die Lücke relativ schnell zu Vettel. Und dann musste ich halt sehen nur so einen Move machen. Wie die Fahrerwertung nach dieser Runde der Weltmeisterschaft aussieht. Richter vergrößert den Vorsprung in der Weltmeisterschaft. Stefan, ich würde gerne von dir wissen, wer dein Fahrer des Tages ist. Na, das könnten wir wissen. Für mich ist das heute Lewis Hamilton. Weißt du, das war einfach ein Rennen, was man sich von einem vielfachen Weltmeister erwartet. Kommen wir zu den Konstrukteuren. Red Bull hat die Führung in der Rangliste übernommen. Gute Arbeit von Force India an diesem Wochenende, die einen weiteren Satz nach oben macht. In dieser Saison wird es ganz bestimmt noch mehr spannende Wendungen geben. Ich hoffe, Sie sind auch beim nächsten Rennen dabei, um zu sehen, wer es letztendlich an die Spitze schafft. Ja, die Punkte von Max hatte ich nicht im Chor, hatte ich nicht mehr mit auf dem Schirm. Wird das dennoch geworden? Achter. Ja, diese vier Punkte. Ohne die vier Punkte wären es nämlich, wenn es die zwei gewesen, da habe ich mich richtig gerechnet. Dann wäre es die zwei nämlich Rückstand gewesen, statt die zwei Vorsprung. Die vier Punkte von Max, ich habe nicht gerechnet, dass er mit da so, dass er was holt. Ja, aber Nico Hülkenberg von Pole auf 10, ein Déjà-vu-Erlebnis. Wie gesagt, damals in Brasilien genauso. Da sei ja Williams damals von auf Pole gestanden und dann am Ende auch nur 9. oder 10. geworden. Das hat er hier auch wieder geschafft. Ich hätte damit gerechnet, dass er damit tatsächlich noch ein bisschen was mehr holt. Aber dann passte das Auto irgendwie gestern besser als heute. Alter, was ein Rennen, ey. Es war nicht langweilig, definitiv nicht. Das war ein gutes Rennen heute. Wie meinen Sie, ist es gelaufen? Ja, perfekt auf jeden Fall. Sie konnten heute die Spitzenpositionen ergattern. War es ein einfacher Sieg? Ja, der hatte definitiv den Abtrieb. Es hat auf jeden Fall alles so gepasst, wie ich das haben wollte. Sie haben ja während des Rennens eine regelrechte Aufholjagd hingelegt. Dann war das auf jeden Fall. Auf das heutige Ergebnis sind Sie sicher stolz, nicht wahr? So. Guck mal, weißt du? Glauben Sie, dass Ihre Rivalität Sie in dieser Saison weitergebracht hat? So, den Ruf schon mal steigern, nachdem wir es eben verkackt haben. Danke für den Kommentar. Boah, was ein Rennen, Alter. Was ein Rennen. Damit haben wir die Rivalität gegen Max gewonnen. Fantastischer Platz auf dem Podium. Gut gemacht. Und jetzt genauso weiter in der restlichen Saison. Wir haben Einladungen zu neuen historischen Events erhalten. Du kannst vor Ende des Wochenendes bestimmen, ob du daran teilnehmen willst. So. Wir müssen eh Strafen machen. Das ist, daher ist es ziemlich egal. Ich glaube, wir haben die eh schon letzten, oder? Komm, dann knallen wir sie komplett raus. Dann knallen wir jetzt alles komplett raus, wenn ich ehrlich bin. Ich kann gar keinen Motor einbauen. Das ist der letzte Motor des Rennens. Wenn der hochgeht, war es das für uns. Aber wie gesagt, wir haben eh alle Strafen jetzt. Wir fahren nämlich jetzt nächstes Ende. Ja, ich glaube, nächstes Jahr machen wir müsste, wie gesagt, Japan sein. Nein, es ist Russland. Ach, das dürfte tatsächlich doch eine Möglichkeit geben, hier was zu holen noch. Auch vom letzten Platz aus. Ich gehe davon aus, dass wir nämlich ganz hinten starten dürfen. Nachdem. Dann daher ist es eigentlich egal. Eigentlich will man im Qualifying abschneiden. Weil wir dadurch quasi das Vollprogramm hier richtig Strafen bekommen haben. Aber so kann man zumindest gut gerüstet in die neue Saison gehen. Gut, dann war's das. Tschüss.